Hallo meine Freunde, ihr lieben Schlawiner, hier ist wieder euer Kernölmediziner mit der Dynamo Dresden-Karriere. Wir sind mit Düsseldorf im Gleichstand, sollten aber, bevor wir gegen Greuther Fürth spielen, mal das Training vorbereiten. Und zwar, gegen Greuther Fürth macht man die Angriff. Ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen gegen Dynamo Dresden. So, Angriff haben wir, Spieltaktik immer wieder eingewöhnen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Und noch was, schaut bei einem Kollegen von mir vorbei, Bernie Lechner, im Anhang unten ist sein Kanal verlinkt und auch auf Facebook, schaut bei ihm vorbei, er macht Live-Videos, interessante Videos auf YouTube. Er macht natürlich keine Let's Plays, sondern Videos vom wahren Leben. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit Greuther Fürth, aber bevor wir das machen, haben wir hier die Spieltaktik mal ein bisschen eintrainiert und die Angriff in der Pause. Das heißt, wir gehen damit im Angriff höher und schauen wir mal ins Scouting rein, ob wir schon ein paar Spieler gescoutet haben, Anweisungen. In der Deutschland U19 haben wir schon jegliche Spieler gefunden, anscheinend. Da ist ein Leon-Sitz. Okay, schon alles sehr interessant aus. Interesse von Karlsruhe, Stuttgart und Union Berlin. Gut. Eine Niederlage haben wir erst und da können wir mal weiter fortfahren. Kaiserslautern gegen Bochum spielt. 0:3 verliert hier. Zu Hause die Kaiserslautern. So, Standardsituation verteidigen wäre okay. Passt, das machen wir aber nicht. Weil ich glaube, wir sollten im Angriffsspiel was verbessern. Führt 5. in der Bundesliga. 19 Punkte. Wir haben 24 Punkte, haben einen nicht so schlechten Start gehabt, finde ich jetzt bisher. Ja, die Verletzungsberichte sind nicht schlecht. Giuliano Modica hat hier leider eine 5- bis 6-wöchige Ausfallszeit, Bänderdehnung im Knie. Akaki Gogia hat einen Leistenbruch beidseitig, das ist auch nicht schlecht. Und Marcos Alvarez ist noch zwischen 9 und 3 Wochen aus weg, hat einen Kreuzbandriss, Leistenbruch, bla bla bla. Wir sind hier im 18. Oktober, das ist auch nicht schlecht. So. Manuel Konrad beginnt Trainerlehrgang, das ist sehr gut, muss man dazu sagen. Schauen wir mal, vielleicht können wir im Winter einen Warentransfer-Coup landen. Das ist nämlich Sascha Horvath, der ja in Wirklichkeit in der Sommerdingspause gefallen ist. 1 Million Ablösesumme, ich möchte ihn ausleihen, können wir nicht, leider. Schauen wir mal, können wir mal anders ausleihen hier. Gößweiner, Zulechner, Seifertin, Chappi, der wäre gut für die untere Liga. Ich habe hier Amateurteam U18. Da Kuber, Stramitz, Romano, Schmidt bekommt eine Pause und den machen wir hier ein Angebot. Na, was ist los? Verhandeln 1,6 Millionen. Jungs, das geht nicht. Wir bieten hier 500.000. Verhandeln weiter. Bleiben hier auf 500.000 weiterhin. Die wollen nicht runter. Gut, dann schauen wir mal weiter. Scouting Update. Türkei. Hamidou Traoré. Geschätzte Ablösesumme von Elazığspor. Lust informiert sie über das Training. Haningler sind momentan alle unglücklich mit dem Training. Der Ballkontrolle nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Gut, dann können wir da extra Training reinbringen. Ballkontrolle, möchte Nervenstärke verbessern. Ballkontrolle, wo ist die Ballkontrolle? Ballannahme. Muss Nervenstärke verbessern. Nervenstärke passt. So. Schuberts Entwicklung. Wer ist dieser Schubert? Markus Schubert. Den schauen wir uns gleich mal an. Und im DFB-Pokal treffen wir auch auf Freiburg.
DFB-Pokal-Übertragungsrechte. Bielefeld gegen Heidenheim, St. Pauli gegen Stuttgart. Mal schauen, was da ausgeht. Union Berlin gegen Sandhausen. Ja, noch dazu möchte ich sagen, heute ist mein Geburtstag. Also wenn jemand gratulieren will, schreibt es unten in die Kommentare rein. Zweite Bundesliga verfügbare Spieler der ersten Mannschaft, Mario Pilz. Kann ich den verschieben in den ersten Kader? Verschieben zu U19. Der bekommt für mich jetzt auch eine Spielzeit. Nächste ungelesene, ja, das lassen wir gleich. Ist wichtig. Deutscher Fußballkurier. So. Und dann geht's da gleich mal rein. Arsenal triumphiert im North London Derby. Kickers Würzburg 5:0 gegen Erzgebirge Aue, Karlsruhe gegen 1860 1:0. Was sind wir dann überhaupt noch Erster? Ja klar. Freiburg ist auf Platz 7 runter. Hauptmanns Trainingsbericht. Ratschlag anwenden. Das machen wir. Und dann Kerschbaumer. Kerschbaumer will mit mir sprechen. So, Kerschi. So, sehr gut. Passt. Ja, ich hoffe, dass da echt was draus wird. Ich möchte Dynamo Dresden echt, also es muss jetzt nicht in der ersten Saison sein. Es kann auch in der zweiten Saison sein, dass wir aufsteigen. Aber ein Traum ist es schon, wenn wir in der ersten Saison hier aufsteigen. Bochum gegen Düsseldorf, Dresden gegen Fürth. Teamauswahl. Gehen wir ein bisschen umstellen. Kerschbaumer, Testroe. Paris-artig, Kutschke. Ja, dann lassen wir Testroe mal spielen. Hat zwar ein wenig Spielpraxis, gleich wie Konstantin Kerschbaumer. Da wird Niklas Hauptmann mal starten. Und Pallas wird starten. So, Yannick Müller. Ja, es macht nichts. Die lernen eh die Spielpraxis zu gleich während dem Spiel. Die Spieler machen sich warm. Ja, ich erwarte mir von dem Spiel ganz sicher einige Tore, keine Gegentore. Aber es wird natürlich schwer gegen den Tabellen-Siebten. Wir sind im Gleichstand mit Fortuna Düsseldorf. Geben wir mal Anweisungen. Da wird man sagen, Puric, Polly. Und dann gehen wir da die Innenverteidigung inklusive den Torhüter und die Außenverteidiger anpressen. Da werden wir auch die Herrschaften hier mantecken, weil sie können sicher über die Außen ganz stark kommen. So. Und Wallon Berisha spielt bei Kräuter Fürth. Achso, Veton Berisha spielt bei Kräuter Fürth. Kräuter Fürth. Kräuter Fürth. So, wir spielen zu Hause, da müssen wir aggressiv hinein. So, liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Das hat nichts geholfen. Okay. So, das ist Motivation pur. Und das hat auch plus 4 zur Folge. So, und damit starten wir rein in eine tolle Partie. Kalischuri, Sararea, der hat gar keine Spielpraxis zum Beispiel. Und Marco Hartmann macht in der 10. Sekunde schon Foul. Erinnert mich an das gestrige Sturmspiel, wo nach 22 Sekunden so eine Schande passiert. Ja. So. Anscheinend hat er sehr wenig Spielpraxis. Das spielt uns eventuell in die Karten. Pellhuber, aber da ist wieder einer dazwischen. Schade. Jorge Elias. Ah, steht. Destroyer steht da im Abseits. Ja. Heiße Pellhuber. Also wenn wir schnell über die Außen spielen, kommen wir das sicher durch. Wenn es in der Mitte, ja. So wie das Elias macht. Macht es keiner. Da gibt es gleich ein. Da stand einer am Abseits namens Vitom Berisha. Ja, wir müssen, glaube ich, in der Winterpause einen Torhüter holen, weil sonst wird das gar nichts. Kukanik, Österreicher. Polly. Dolly Basta. Serrera. Ah, warum berührst du denn noch? Tut sehr weh.
Sehr, sehr witzig. Siebte Minute. Eigentlich darf da gar nichts zum Anbrennen sein. So, Testreue. Elias Ausmann. Und der wird noch entscheidend gestört. Das ist halt gar nichts. Düsseldorf ist auch noch bei 0 zu 0. Wenn wir ein Tor schießen, gehen wir hinten alles zumachen. Und Düsseldorf verliert, sind wir 3 Punkte weiter vorne. So, da ist er durch, da ist er durch. Und das wäre fast das 1 zu 0 geworden. Schade. Sehr schade. Hannover führt übrigens 1 zu 0. Oh, die Ecken sind auch beschissen. Dazu werde ich das schauen, ob ich irgendwo was finde, was die Ecken hier verbessert. Das ist nämlich grauenhaft. Ach, Elias. Abseits wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, warum meine Mannschaft so hoch im Abseits steht. Wir haben 3 Schüsse zusammengebracht bis jetzt in 23 Minuten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich. Gieselmann. Berisha. Destroy. Ausmann, komm, spiel den ab. Ja, Elias. Ach komm, der Torhüter. Immer wieder der Torhüter. Ja, und Angriffe haben wir genug. Destroy. Spielt den zurück. Oh. Ja, Angriffe sind da genug. 5 Schüsse bereits nach 30 Minuten. Die haben noch keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Das finde ich jetzt mal arg. Die werden wahrscheinlich in der 90. Minute einen Angriff starten, treffen und hier sehe ich gerade, dass seit der 21. Minute VfL Bochum gegen Düsseldorf führt. Lumpi. Jetzt muss es mal was werden. Kein Abseits, kein Abseits. Ach Mann, komm schon. Irgendjemand muss ja treffen. Sonst wird es richtig bitter. Lumpi, wieder nix. Spiel den oben rauf, komm schon. Warum spielst du denn eigentlich zurück? Ja, schneidet hier völlig um. Es spielt nur eine Mannschaft derzeit und das ist unsere, aber Greuther führt, macht es natürlich fast. Jetzt habe ich mal tief geschluckt. Hier steht es noch 0 zu 0, Gott sei Dank. Alle Heimmannschaften führen, außer unsere. Schwebe. Und dafür wird natürlich in der zweiten Halbzeit mehr gerackert. So, Achtung, Serie Aria, Serie Aria. Den wird er natürlich raus. Ja, nach 12 Spieltagen mit 25 Punkten dastehen ist nicht schlecht. Vor allem, weil wir 4 Punkte vorne sind, aber auf den 7. Tabellenplatz können wir auch abrutschen, wenn wir jetzt einbrechen würden. Denn wir sind nur 5 Punkte vom Tabellen 7. entfernt. Wenn wir jetzt punkten, können wir natürlich davonziehen. Das wäre nicht schlecht. Ja. Und die greifen an und greifen an. So, jetzt sage ich meiner Mannschaft, sie soll unbedingt mal mehr Leidenschaft zeigen. Dass sie das jetzt tun, wäre natürlich sehr hilfreich. Kreuzer. Schöner Pass, Testroe. Jorge Elias. Komm schon, macht was draus. Wahnsinnsschuss. So, kurz vor Schluss müsste mal was passieren. Nämlich, tack. Kein Tor eigentlich gegen uns, hoffentlich. Ballabnahmen können wir auch nicht, Burmic. Also schlaft die halbe Mannschaft. Der lässt sich einfach tunneln. Aber Hartmann ist hier dazwischen. Das löst er sehr souverän. Warum er jetzt da so langsam entlangläuft, versteht auch keiner. Elias. Kreuzer. Jetzt mal über. Das muss schneller gehen. Oh, das muss schneller gehen. Das gibt's nicht. Ach du Scheiße. So. Was? Der hat den Ball doch noch geholt. So.
Eine Minute Nachspielzeit gibt es noch. Das heißt, ein Angriff geht sich eventuell aus, den spielt er lieber zurück. Pöllhuber macht was draus, Burschen, sonst wird hier einer. Sie treffen nicht. Sie treffen einfach nicht. Entweder wollen sie es nicht oder sie wollen es nicht. Ich glaube ja, sie wollen es gar nicht. So, dann werden wir natürlich der Mannschaft sagen, das lief. Wir können das Spiel heute noch immer gewinnen. So wie das Spiel. Dann probieren wir es ruhig. Wir spielen zu Hause, könnten eigentlich aggressiv reingehen. Aber ich glaube, dass wir da ein bisschen mit mehr Bestimmung reingehen könnten, sah glücklich aus. Ah, das hilft alles nichts. So, sah glücklich aus. Gut. Dann schauen wir uns noch einmal ein paar Minuten der ersten Halbzeit an. Sonst wird da jemand rausfliegen, der mit der schlechtesten Bewertung natürlich. Muss aber nicht heißen, dass es einfach so geht. Ich glaube, Destroyer braucht einfach noch ein bisschen Spielpraxis. Und wir haben hier eben die Chancen, wie ihr seht. Nur die müssen wir halt nutzen auch. Der spielt er zurück. Schöner Pass, Elias. Jetzt Destroyer. Da kann man einfach nichts dagegen tun. So wie in FIFA meine ich natürlich. In FIFA kannst du treffen oder gar nicht treffen. So, es war abseits, Destroyer schon wieder. Und es ist einfach lästig, wenn hier dauernd ein Destroyer im Abseits steht. Aha, wir können keine individuelle Ansage von draußen machen. Das ist sehr bitter. Er spielt einmal hier, führt und auch Bochum führt hier 2:0 gegen Düsseldorf. Ich glaube, in der 55. ist es dann soweit. Ja. Das wird mir dann halt alles ein bisschen zu wenig. Böllhuber bringt auch nicht wirklich viel zusammen. Elias. Ja, das ist gar nichts. Gar nichts ist das. Und die Fans wollen dann natürlich auch mehr sehen. Wir könnten heute die Tabellenführung ausbauen, was wir auch tun natürlich, mit dem einen Unentschieden, aber das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Und es kann auch passieren, dass wir Gegentor kriegen. Die Schüsse gehen alle daneben, ja. Jetzt warte ich aber noch ab. Man muss nicht abwarten, man kann. Böllhuber. Spielt er zurück. Lamperts, und das ist, glaube ich, abseits. Der geht zwar ins Tor, aber schon wieder dieser Destroyer und jetzt reicht's mir. Ja, das ist einfach die Kondition, die er nicht hat. Baris Atik, Stefan Kutschke. Sagen wir, Kutschke bekommt die Chance. So. Bestimmt. Scheint tief in Gedanken zu versunken sein. Ja. Und gerade jetzt ist es mir wichtig, dass hier Kutschke reinkommt. Aha, Düsseldorf hat den Anschlusstreffer geschafft. So, wartet mal. Ich habe gesehen, dass einer ausgewechselt worden. Adam Pinter, das war die Gegenantwort, glaube ich. Hart, schwacher Fuß. Wir gehen hier alle anpressen. Zwingen alle auf dem schwachen Fuß. Passt. Und weiter geht's. Lamperts. Böllhuber. Der wirkt schon sehr, sehr müde. Vielleicht wird's das sein, wo ich auch noch dagegen setze. Was machen die denn? Die sollen einfach nur angreifen und nicht so Scheiße bauen. So, Kutschke spielt da wieder über die Außen. Er spielt ihn zurück und zurück und zurück. Ausmann, warum spielt man nicht weiter? Jetzt kommen sie gar nicht mehr klar. Böllhuber, es wird immer zurückgespielt, Kutschke.
Und dann wird so ein blöder Schuss gemacht. So. Dann gehen wir her. Wen wechselt man da noch ein? Marco Hartmann. Böllhuber hat 73. Marco Hartmann. So viel. So. Und so viel dazu. Ich möchte auch Ausmann raus haben. Das wird jetzt ein Zweifachwechsel. Bringt sich alles nichts. Also ein Unentschieden ist hier das höchste der Gefühle. Keine Ahnung, was meine Mannschaft hat. Ja, und wir kriegen die gelbe Karte. 74. Minute, passieren dort hier gar nichts. Ja, der geht Gott sei Dank raus. Das hat er sich verdient. Serchan Salaria, 75. So, jetzt reicht's mir. Aggressiv. Werdet kreativer. Das sieht nervös aus. Ist mir jetzt egal. Da will ich jetzt einfach mal Gas geben. Und sie bringen es nicht. Sie bringen es nicht. Hier sperrt sich einfach. Ja. Weitschüsse. Alles nur Weitschüsse. Ich verstehe das nicht. Wir spielen zu Hause. Wir haben das ganze Spiel in der Hand. Wir können schon längst 6, 7, 8, 0 führen. So wie die Torchancen ausschauen. Ja, der tänzelt da in der Mitte herum. Verstehe ich auch nicht. Dann kommt so eine beschissene Flanke und so ein Kopfball raus. Aufs Tor. 5 Schüsse. Neben das Tor. 6 Schüsse. Wir haben 14 Schüsse. Die haben erst einen Schuss. Das kommt mir vor. Das ist, glaube ich, der 17. Schuss. Man bringt einfach keine Bälle unter. Ja, 3 Schüsse haben die vielleicht abgegeben. Das ist lächerlich in meinen Augen. Lamperts. Aber es geht ja 90 Minuten. Elias, Kutschke. Schöner Pass. Und dann passiert wieder nichts. Es passiert nichts. Ich weiß nicht, was meine Mannschaft haben. Sie haben 30 Tore in den ersten 12 Spielen geschossen und treffen seit, glaube ich, 3 Runden nicht mehr. Die treffen einfach seit 3 Runden nicht mehr. Schul. Da ist Pinder. Okay, das ist auch nicht schlecht. 82. So. Kann man da noch was machen? Nee, können wir nicht. Elias ist sowieso fehl am Platz. Glaube ich zumindest mal. Ja, den spielt er lieber zurück. Dann kommt Heiße über die Außen. Und dann steht wieder einer im Weg. Die stehen hier zu wie viel? Die stehen hier, ja, zu 10 wahrscheinlich schon hinten. Ja, seht euch das an. Die stehen wirklich zu 10 hier hinten. Scheißen sich ins Hemd, auf Deutsch gesagt. Und bringen überhaupt keinen Ball rein. Ja, da. Kutschke hat den Ball nicht einmal aus dem Abseits geholt. Ja. So. Ich glaube, das ist die gefühlte 100.000. Chance, die wir nicht unterbringen. Kehrspaumer, der will Stammspieler sein. Und ja. Dazu möchte ich mich nicht mehr äußern. Böllhuber. Elias. Das ist das Tor. Es ist es. Das Tor in der 88. Jetzt machen wir hinten dicht. Würde ich sagen. So, wie machen wir das schnell? So, machen wir das. Übersicht. Wir machen ihn dicht. Jetzt sind wir die Arschlöcher. Wir machen ihn dicht. 4, 3, 1, 2. Gehen auf totale Defensive. Aha, das habe ich gar nicht da. Die totale Defensive, Kontrolle, totale Defensive, doch da. So. Paris Attic, da muss es passen. 3 Minuten vor Schluss muss es hier passen, dass wir hier einfach dicht machen. Das ist mir einfach zu riskant hier. Schon, man sieht hier, dass 3 Minuten vor Schluss einfach was getan gehört. Ja, und diese Fehlpässe, jetzt fangen sie an, diese Fehlpässe, das ist nicht mehr lustig. Da kommt der Ball fast an. So, kann man das noch einstellen? Nee, das kann man nicht einstellen, mir ist Schul sehr gefährlich. Ja, 34 Minuten gespielt, Gegner.
Schul ist sehr gefährlich. Ja, das ist sehr hart. Schwacher Fuß. Marvin Friedrich. Tackling hart und hart. Da muss das kurz vor Schluss passen. 2 Minuten sind Nachspielzeit. Elias. Artig. Und es spielen nur drei Spieler vorne. Lumpy. Machst du was? Ja. Oh, fast. Das Spielentscheidende. 2-1 wird Bochum gegen Düsseldorf und Hoffmann sieht hier rot. Und wir haben gewonnen in der 88. Wahnsinn. Alexander Böllhuber, Spieler des Spiels. Wahnsinn. So. Perfekt, sagen wir der Mannschaft schnell. Bim, 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 damit es die Motivation hochhält. Die Moral passt weiter. Und jetzt schauen wir uns einmal an. 19 Torschüsse zu 4 Schüsse. Aufs Tor gingen 6. Ah, komisch, wie das zusammenpasst. 4 Schüsse. Neben das Tor 4 Schüsse von 4 Schüsse. Und wir haben über 19 Schüsse. Ballbesitz 57%. 7 Ecken, 18 zu 9 Fouls. Und haben nur eine gelbe Karte. Lecker. Wir haben eine gute Torstatistik und sind jetzt 3 Punkte vor Düsseldorf. So, sind 3 Punkte vor Düsseldorf. Böllhuber haben perfekt gespielt. Hannover gegen Kaiserslautern 1 zu 0. 12 Spiele, 12 Spiele, 12 Spiele. Jetzt schauen wir noch, wann wir als nächsten Gegner haben. Zeitplan. Als nächsten Gegner haben wir mal im Pokal 1 FC Freiburg und danach auswärts 1860. Wo sind die 60er? Sie sind auf Platz 15. Wir haben das Heimspiel gegen Freiburg. Ja, 3 Tage dazwischen, 4 Tage dazwischen. Das wird ein bisschen schwierig. Heidenheim, Braunschweig und Stuttgart. Gut. Ja, wie ihr seht, ich habe wirklich heute Geburtstag. Bin aber nicht 28, sondern 29. Nahe dem 30er. Schaut natürlich nicht so aus. Wurscht. Gut, wir haben eine gute Ausgangslage jetzt mal, bevor die wirklich schwierigen Spiele beginnen. Dann hat Stuttgart, ist hier auf dem 10. Platz mit 17 Punkten. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und lasst Kommentare da, wie euch das Video gefallen hat, welche Spieler wir in der Winterpause holen könnten und jetzt schon darauf uns vorbereiten könnten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.